Mein Name ist Sebastian Pschyrowski und ich habe heute die Ehre, mit dem Holocaust-Überlebenden Leon Henry Schwarzbaum ein Interview zu führen in seiner Berliner Wohnung. Herr Schwarzbaum, vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit des Gesprächs. Viele Holocaust-Überlebende haben Schwierigkeiten damit, über ihre Vergangenheit, über das Erlebte zu sprechen. Wie schwer fällt es Ihnen, zurückzublicken? Ich habe lange Jahre nicht gesprochen. Als ich mit meiner Frau meine Existenz aufgebaut habe, nach dem Lagerleben, nachdem ich nun nackt und barfuß aus dem Lager kam, musste ich mir eine Existenz aufbauen. Das habe ich auch mit meiner Frau getan. Und da waren wir damit beschäftigt, wir mussten Geld verdienen, damit wir leben können. Aber seit 10 Jahren spreche ich in den Schulen, erzähle, was ich erlebt habe, weil ich das Bedürfnis habe, das den jungen Leuten mitzuteilen, was ich für Erlebnisse hatte. Wenn wir zurückblicken, Sie sind 1921 in Hamburg geboren. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit? Da war ich 3, 4 Jahre alt, als ich nach Polen ging, und da habe ich keine Erinnerung an Hamburg. Wir hatten nur, ich weiß, dass meine Eltern ein Geschäft in Hamburg hatten. Wir lebten in Altona-Ottensen. Und als kleines Kind bin ich dann nach Polen zurück mit meinen Eltern. Was war der Grund? Sie sagen zurück. Sind Sie ursprünglich aus Polen gekommen oder ist Ihre Familie aus Polen gekommen? Oder was war der Grund? Meine Familie ist aus Polen gekommen. Meine Mutter war polnisch-jüdisch praktisch. Mein Vater auch. Sie waren also polnische Bürger, aber sie lebten in Hamburg, weil die ganze Familie meines Vaters lebte in Hamburg. Also da waren die Geschwister und die Brüder meines Vaters, die später dann, als die Verfolgung der Juden in Gang gesetzt wurde, sind sie nach Amerika gefahren. Also sind sie nach Amerika von einer Schwester meines Vaters angefordert. Wie haben Sie sich zu Hause unterhalten, wenn Sie sagen, ursprünglich eine polnische Familie, war dann Polnisch die Sprache zu Hause? Haben Sie sich auf Deutsch oder Jiddisch unterhalten? Also in Deutschland hat man sich Deutsch unterhalten. Da sprach meine Mutter mit meinem Vater Deutsch. Aber in Polen sprachen meine Eltern mit mir Polnisch, weil ich die polnische Schule besucht habe und die deutsche Sprache habe ich verlernt praktisch. Und musste sie wieder später dann wieder neu erlernen in der Schule. Wohin sind Sie nach Polen gezogen? Nach Hamburg? Nach Benzin. Nach Benzin. Wie muss ich mir das Leben vor dem Einmarsch der Deutschen in Benzin vorstellen? Es war eine große jüdische Gemeinde, die es dort gab. Das war eine kleine Stadt. Die hatte ungefähr 40.000, 45.000 Einwohner. Davon waren 30.000 Juden und der Rest, das waren Polen. Und wir lebten ein ganz normales Leben. Wir haben uns mit den Polen auch so ganz gut verstanden. Wir hatten auch polnische Freunde und. Aber später entpuppte sich das nicht als echte Freundschaft. Also man hat ja später eine große Anfeindung gesehen bei den Leuten. Können Sie sich an den aufkommenden Antisemitismus erinnern? Können Sie sich erinnern, wie das aus Ihrer Sicht losgegangen ist? Ich kann mich erinnern, als Kind, da gab es eine Zeit, das war so ungefähr 1934, 1935,
Da ist der Antisemitismus sehr ausgeprägt. Man hatte, da war ich Zeuge als Kind, als Polen draußen standen vor den Häusern und versuchten in die Häuser rein und versuchten uns zu berauben. Aber unsere Stadt war so, es gab viele junge, starke Menschen, die sich wehrten. Die kamen ja nicht zum Zuge damit. Aber 1934, 35 sagen Sie, das heißt Antisemitismus seitens der polnischen Mitbewohner in Będzin? Der war auch da, ja. Muss ich so sagen. Als ich als Kind da auf dem Schloss mit meinen Freunden gespielt habe und so weiter, sind wir mit Steinen beworfen worden. Ja. Von polnischen Jugend. Jetzt war ja der Antisemitismus und auch der staatlich begleitete und vorbereitete Antisemitismus, der vorbereitete Holocaust, das hat sich ja in verschiedenen Etappen vollzogen. Es wurden Bürgerrechte aberkannt. Es gab ja verschiedene Formen der Drangsalierung. Das war immer scheibchenweise, ist das immer geschehen. Es fing damit an, dass man Plakate an den Sitwassäulen angebracht hat. Heute darf man das und das nicht machen. Morgen darf man das und das, die Straße nicht begehen. Man darf keine Hunde haben, man darf keinen Schmuck haben, lauter Verbote. Und alles ist verbunden gewesen mit der Todesstrafe. Wenn man die kleinste Kleinigkeit war mit der Todesstrafe verbunden. Da gab es dann später solche man hat die Leute auf der Straße geschnappt, man hat sie in Autos gesetzt, man hat sie zur Arbeit gefahren. So war das. Es war willkürlich alles. Hatte Ihre Familie damals überlegt, zu fliehen, zu emigrieren, ins Ausland zu gehen? Wir haben versucht zu emigrieren, aber leider ist uns das nicht mehr gelungen. Die Schwester meines Vaters hat uns Papiere geschickt, Affidavit. Das war eine Garantie, dass wir, wenn wir nach Amerika kommen, dem Staat nicht zur Last fallen. Aber leider war das schon so, dass die Konsulate waren schon geschlossen und es gab keinen Weg mehr aus Deutschland zu fahren. Hatten Sie zu der damaligen Zeit in Ihrer Familie darüber gesprochen, was wohl auf Sie zukommen würde, was zu erwarten war? Hatte man eine Vorstellung davon? Am Anfang wusste man nicht. Man hat nur geahnt, man war in ständiger Angst, man war ängstlich, man hatte Angst, was nun passiert. Aber was passieren würde und was später passierte, das hat man nicht mal geahnt, nicht mal träumen können. Welche Erinnerungen haben Sie dann, wenn wir jetzt an das Jahr 1939 zurückdenken, an den Einmarsch der Wehrmacht, den Beginn des Polenfeldzuges, an das veränderte Leben in Będzin? Als die deutschen Truppen einmarschierten, hat sich das Leben grundsätzlich geändert. Und zwar die ersten Taten, die Truppen vollbracht haben, war nun eben die Synagoge, die man in Brand gesetzt hat. Da waren ja viele Menschen, die da umgekommen sind. Der Propst hat die Leute da ein bisschen versucht, die Leute zu retten aus dem brennenden Haus, brennenden Synagoge. Der Propst einer christlich-katholischen Kirche. Christlich-katholische, ja. Und hat sie rausgeführt, aber nicht alle. Viele sind da verbrannt worden. Die haben ja Granaten
reingeschmissen und reingeschossen. Und, ja, es gab, die wollten einen Schreck der Bevölkerung einjagen, damit sie nun kuschen, damit sie nun tatsächlich alles tun, was die deutsche Verwaltung nun verlangt. Die Stadt Benjin wurde ja dann zu einem Ghetto umfunktioniert. Später wurde die Stadt zu einem Ghetto umfunktioniert. Man musste alles, die Wohnung räumen, die man hatte. Ja, man musste da außerhalb der Stadt, dann in kleinen solchen Buden hausen. Buden. Man durfte nicht weiter in seiner Wohnung leben. Man durfte in der Wohnung nicht bleiben. Man musste alles mitnehmen, was man konnte. Und man ist da umgesiedelt praktisch. Und die Stadt selber war dann leer? Oder was ist geschehen mit den ganzen Häusern? Die Stadt wurde leer, ja. Die Stadt wurde leer. Die Stadt wurde dann praktisch entvölkert. Die ganze jüdische Bevölkerung, die in der Stadt gelebt hat, lebte jetzt da in der Vorstadt. Und die Häuser hat man leer stehen lassen oder wurden dort, sind dort Deutsche? Dann sind da später sind da Volksdeutsche hingekommen, Polen hingekommen und haben diese Häuser dann praktisch eingenommen. Konnten Sie denn zu der damaligen Zeit dann überhaupt einer Arbeit nachgehen? Gab es so etwas wie einen Alltag noch? Oder? Jeder musste arbeiten, also musste nachweisen, dass er eine Arbeit macht. Ich habe mich gemeldet bei der jüdischen Gemeinde. Die brauchten auch Beamte. Die haben ja ganz normale Steuern auch eingetrieben von den Juden. Und habe ich dann in der Finanzabteilung der jüdischen Gemeinde gearbeitet. Und eines Tages kommt ein Anruf aus Sosnowitz, das ist da die nächstliegende Stadt. Und er sprach Sächsisch. Ich habe den nicht verstanden. Und da habe ich den Hörer genommen, habe den weggelegt. Und da hat er nochmal angerufen und hat gesagt, mit wem habe ich da gesprochen? Und hier ist Gestapo-Stelle Sosnowitz. Sofort zu ihm kommen. Und dann habe ich nur meiner Mutter erzählt. Und dann bin ich ja nun nach Sosnowitz zu dem Gestapo-Mann gekommen und dann komm dahin. Das Erste, was er getan hat, hatte mir eins versetzt, dann hatte mir einen Knall ins Gesicht. Und sagt, er schickt mich ins Konzentrationslager. Da habe ich ja natürlich eine große, große, große Angst gekriegt. Und habe es meiner Mutter erzählt, als ich wieder zu Hause war. Und sie kannte den Vorstand, das Mitglied der jüdischen Gemeinde Sosnowitz, der mit dem, den wieder kannte, den Gestapo-Mann, mit dem er immer zu tun gehabt hat. Und der hat es erledigt, dass er mich in Ruhe gelassen hat. Ich musste nur die jüdische Gemeinde verlassen. Und dann habe ich später eine andere Arbeit gehabt als in einem in einer Werkstatt, das war eine Fabrik, die von abgestürzten Flugzeugen die Kabel eingezogen hat für Flugzeuge. Und das haben wir dann alles erneuert, da haben wir die Kabel haben wir dann eingezogen und die Hüllen hat man verzinkt. Und ich habe da bei der Verzinkung gearbeitet, ich habe da als Galvanotechniker gearbeitet. Und das ging nur eine lange Zeit ganz gut, bis die Aussiedlung kam. Die Gestapo hat von der jüdischen Gemeinde verlangt, heute 5000 Leute zu stellen. Und dann kam es wieder, ja, ein paar Wochen später, wieder ein Transport. Und die Transporte, die gingen praktisch direkt nach Auschwitz. Und Auschwitz war nicht weit von Benzin. War ungefähr 2,5 bis 3 Stunden Fahrt.
Haben Sie damals für Ihre Arbeit Geld bekommen oder war das schon eine Zwangsarbeit, ganz im Sinne jetzt der Nazis und der Rüstungsindustrie? Wir haben ja kaum was bekommen. Kaum. Wir haben zwei. Ich habe jetzt erst habe ich hier praktisch waren wir. Wir konnten. Wir haben Anrecht gehabt auf eine Rente, weil wir im Ghetto gearbeitet haben. Und das habe ich jetzt hier bekommen. Wenn Sie sagen, dass die Gestapo schon damals in relativ kurzen Zeitabständen immer wieder Transporte von mehreren tausend Menschen nach Auschwitz geschickt hat. In welchem Jahr befinden wir uns da? Wann ist das? Das war das Jahr, von Anfang an ging das los. Das war 1940, 41. Da hat man Leute von der Straße geholt. Erst hat man sie zur Arbeit geschickt. Und später gab es doch den Befehl, die Menschen umzubringen. Nach der Wannsee-Konferenz. Ja. Dann wurde in der Folge ja auch das Ghetto Benjin aufgelöst, geräumt. Und auch Sie wurden mit Ihrer Familie nach Auschwitz deportiert. Wann war das? Das war 1943. Da hat man das Ghetto geräumt. Ganz geräumt. Von allen Menschen. Die wurden alle nach Auschwitz geschickt. Bis auf junge Leute, die man noch zurückgehalten hat für die Arbeit. Darunter bin ich auch, dass man uns morgens abgeholt hat. Da kam die SS und hat die Türen eingeschlagen. Und raus, 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 raus musste schnell. Man konnte noch nicht mal etwas mitnehmen, was wir. Meine Eltern, so wie sie morgens aufstanden, mussten sich schnell beeilen und aus dem kleinen Häuschen rausgejagt worden. Und ich mit. Und man hat uns geführt da zu der Stelle, wo man uns geteilt hat. Man hat uns ja, mich hat im Sinn, haben sie noch rausgeholt und ich durfte noch da bleiben. Aber meine Eltern haben sie gleich abgeführt. Meine Mutter guckte sich mich noch um mich und hat mich nochmal das letzte Mal angesehen. Ich habe meine Eltern nie wieder gesehen. Ich wollte erst mal erzählen, als ich da stand, meine Eltern waren weg und ich war ein paar Wochen später, hat man mich geholt. Da stand ich da und wartete auf den Zug. Da war ich Zeuge eines Mordes. Und zwar, ich stand da und sah, dass man ein junges Mädchen, ein rothaariges Mädchen, gebracht hat, die versucht hat zu fliehen. Und der SS-Offizier, der hieß Peikert aus Auschwitz, sagte zu einem älteren Soldaten, er soll das Mädchen erschießen. Und er rührte sich nicht, er bewegte sich nicht. Hat er wiederholt, erschießen Sie das Mädchen. Ein älterer Mann gewesen, er konnte das nicht machen, er konnte das Mädchen nicht erschießen. Ich stand dazwischen, ich stand da, der ältere stand da, und der Offizier stand da und er holte die Pistole aus dem Halfter, schnappte sich das Mädchen an den Haaren, zog es nach oben und erschoss sie. Jetzt habe ich gedacht, er schießt mich auch. Also, und da kam der Zug. Ich versuchte auch zu fliehen, wollte ich sagen. Ich versuchte zu fliehen. Und bin durch ein Haus durchgelaufen, durch das Tor und bin auf einem Acker gelandet. Und da standen Polen und die haben mir die Hände ausgekugelt und haben mir zum
zu der SS wiedergebracht. Und der SS-Mann hat mir so einen riesen Beutel umgehangen, um den Hals, damit ich es trage, damit ich nicht friere. Ich habe Glück gehabt, dass er mich nicht erschossen hat. Denn jeder, der floh, hat man sofort erschossen. Hatten Sie eine Ahnung oder überhaupt nur eine grobe Vorstellung von dem, als Sie von Benjin nach Auschwitz im Zugabteil saßen und das Ghetto in Benjin aufgelöst wurde? Wussten die Menschen im Zug, was sie erwartet? Man wusste, dass uns nichts Gutes erwartet, aber dass man hörte schon aus anderen Gegenden, aus anderen Lagern, dass man Menschen umbringt. Aber dass man Menschen so grausam umbringt, dass man ohne Grund. Ich wusste den Grund nicht, warum ich nun mein Leben nun da lassen muss, warum meine Eltern umgekommen sind. Das hatten Sie nach der Ankunft in Auschwitz erfragt und erfahren, dass Ihre Eltern bereits tot sind? Das habe ich. Der junge Mann, der mir meine Nummer eintätowiert hat, der hat mir erzählt, dass dieser Transport en bloc zur Vergasung ging. Wir kommen in Auschwitz an und da sind wir zur Desinfektion in einen Raum gekommen. Da hat man uns erstmal geschoren, alle Haare geschoren und wir mussten in so eine ätzende Flüssigkeit ein Bad nehmen. Und dann kam ein Häftling auch, hatte auch einen gestreiften Anzug und hat mir hier meine Nummer eingraviert. Meine Nummer. 132624 ist meine Nummer. Im Lager hatte man keinen Namen. Man hatte nur eine Nummer. Und er sagte zu mir, wenn du hier überleben willst, musst du eine Funktion haben. Denn wenn du keine Funktion hast, hier lebt man nicht lange. Hier lebt man nur ein paar Wochen und dann ist man tot. Und das habe ich mir nun so, es hat sich so festgesetzt bei mir, dass ich am nächsten Tag, als der Lagerälteste kam und ich stand so nackt und barfuß außerhalb der Baracke und er fragte, wer ein guter Läufer ist, dann bin ich aus der Reihe rausgesprungen und habe ihm gesagt, Herr Lagerälteste, ich bin ein guter Läufer. Ich dachte, gut, du bist mein Läufer. Du musst mir jeden, der ins Lager kommt, sofort melden. Du musst mich suchen, das Lager ist ja ziemlich lang. Das war ungefähr so ein halb, dreiviertel Kilometer. Du musst mich ablaufen und mich suchen und musst mir sofort melden, wer kommt. Da habe ich gewusst, dass es, wenn ich ihm das nicht sofort melde, dass er mich umbringt. Das war ja ein Krimineller. Ist der Lagerälteste ein Häftling? Ein Häftling, ja. Mit einem grünen Winkel. Das sind Kriminelle. Ich war auch Zeuge, als er da manchmal so, wenn er einen geschnappt hat, dass er was Falsches gemacht hat, oder wie, dass er einen Spaten genommen hat, hat ihn hingelegt. So. Wenn er so sah lang, den Spaten um den Hals und dann hat er so lange getrampelt, bis er tot war. Habe ich selber
habe ich gemacht. Wenn er sowas macht, dann ist er fähig, dann bringt er dich auch um. Aber ich habe da die schlimmste Zeit, war das war die schlimmste Zeit, praktisch überlebt, dadurch, dass ich ganz genau ihm erzählt habe, wer kommt. Ob das nun der Unterscharführer Schillinger ist, das war ein brutaler Mörder, der später auch ermordet wurde. Will ich auch erzählen, da ist ein Transport gekommen, war drunter, war auch eine hübsche junge Frau und die mussten sich alle ausziehen. Und die hat nun den Büstenhalter nicht ausgezogen. Hat gesagt, runter mit dem Büstenhalter. Er stand vor ihr und da hat sie den Büstenhalter genommen und hat den Büstenhalter um den Kopf da geschlagen und schnappt er sich seinen Revolver und hat ihn erschossen. Und das hatte solche Folgen gehabt, dass sogar seine Kameraden sich gefreut haben, weil er ein brutaler Mann war, dass sie ihn beseitigt hat. Sie hat ihn beseitigt. Sie hat die Pistole aus sie der hat Koppel. Die Pistole aus der Koppel geholt und sie hat ihn erschossen. Den Scharführer, den brutalen Scharführer. Sie sagten, dass Sie selber so lange überleben konnten, weil Sie als sich eine Aufgabe gesucht haben, sich für eine Aufgabe gemeldet haben als Lagerläufer und mussten dem Lagerältesten Bericht erstatten. Warum musste der einen Bericht bekommen? Wovor musste er gewarnt und worüber informiert werden? Was war genau der Hintergrund Ihrer Tätigkeit? Er wollte gewarnt sein, wer ins Lager kommt. Das kamen ja nur die SS-Leute ins Lager. Ins Lager kam kein Privatmann. Die Privatleute hatten da nichts zu suchen, ganz selten. Dann kam ja nur SS-Offiziere, Unterscharführer und so weiter und so weiter. Wir haben ja noch ein paar tausend SS-Leute da Dienst getan. Und der Lagerälteste wollte gewarnt werden, um zu wissen, ab wann man sich am besten... Ab wann man noch vorsichtig sein muss. Denn die haben auch ihre Geschäfte gemacht. Die haben ja mit kostbaren... Brillanten und ich weiß was, kostbare Schmuck haben sie auch gehandelt. Da sagten Sie, der Lagerälteste war ein Krimineller und das konnte man schon konnte an man der sehen. Häftlingskleidung ja, ja. erkennen. Wer er hat einen Jude grünen war, Winkel gehabt. Grüner Winkel bedeutete, dass er ein Krimineller ist. Dass er wegen krimineller Handlung ins Lager kam. Ja. Hatten alle Gruppierungen, alle Gruppen ein bestimmtes Erkennungszeichen? Ja, also politische hatten rot, schwarze, das waren ja Arbeitsverweigerer und dann violett, das waren ja Schwule, grüne, das waren Kriminelle und so weiter und so weiter. Und diese Tätigkeit, warum hat die Ihnen geholfen, so lange in Auschwitz zu überleben? Weil Sie haben ja eine Tätigkeit für den Lagerältesten, also auch für einen Häftling, erledigt, nicht aber ja für Soldaten. Im Lager hat mir diese Tätigkeit zuerst das Leben gerettet, weil ich nicht bei den Selektionen, eine Selektion bedeutete, wenn man mager war, schlank war, wenn man keine auf den Rippen nichts mehr hatte, dass man liquidiert wurde. Und ich bin davon, bin ich ja befreit gewesen, weil ich für den Lagerältesten die Funktion hatte. In der ersten Zeit ein oder zwei Selektionen habe ich mitgemacht. Da musste ich auch schon nackt dastehen. Aber später nicht. Wie häufig kamen Transporte in Auschwitz an? Fast jeden Tag. Man muss sich das vorstellen. Da kamen Transporte aus Belgien, aus Holland,
aus Frankreich, aus dem Balkan, aus Ungarn, aus Polen, die haben ja mit den Transporten sind da gar nicht nachgekommen. Die haben ja die Truppen an der Front brauchten die Züge für Militärsachen und die haben es gar nicht gekriegt, das war die Priorität, Juden umzubringen. Waren es tumultartige Zustände, wenn ein Zug ankam und die Menschen aus den Zügen raus? Man muss sich das so vorstellen, der Zug ist angekommen, man hat die Türen aufgemacht und die SS mit Hunden und Frauen mit Hunden, also SS-Frauen mit Hunden und Männer mit Hunden, standen da und jagten einen schnell, 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 schnell. Musste alles schnell, damit die Leute nicht zur Besinnung kommen. Und dann fand die berühmt-berüchtigte Selektion statt? Und dann musste man alles stehen lassen, liegen lassen, die Koffer liegen lassen und das, was man hatte, alles liegen lassen. Und dann fand die Selektion statt. Kinder schreiten, Hunde bellten. Es war eine Aufregung. Die Menschen ahnten was Schlimmes, aber sie wussten nicht, was. Was man da für Bilder gesehen hat, da spielte die Musik. Morgens, wenn die Leute zur Arbeit gingen, schöne Musik. Moderne Schlager, alles. Abends, wenn die Kolonnen wieder zurück ins Lager kamen, da gab es immer am Ende der Kolonne 5 Tote, die sie umgebracht haben da bei der Arbeit. Also, aber wenn die Leute geflohen sind, da gab es, dass man so das Gebell der Hunde gehört, also waren alles Schäferhunde, auf Menschen dressiert, Menschen zu zerfleischen. Dantes Inferno. Dantes Inferno. Ich stand da an der Tür und es ist Lagersperre. Das bedeutet, das Lager muss geschlossen sein, die Türen müssen alle zu sein. Aber ich stand da an der Tür und hatte so einen Spalt. Ich musste sehen, was da passiert. Da kommt vorneweg ein Motorradfahrer, der hieß Schwarzhuber, Josef Schwarzhuber. Ein Österreicher, groß, braun gebrannt, Motorradbrille, groß, krummbeinig. Hinter ihm fuhr ein Lastwagen mit Menschen. Die waren nackt, nackte Menschen auf einem großen Lastwagen und weinten und hoben die Hände zum Richtung Himmel und weinten und schrien auch. Die fuhren ins Krematorium, sie wussten, dass die in den Tod fahren. Was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, dass Sie an der Lagertür standen? An welcher Lagertür? An der Tür Ihrer Baracke? An der Tür meiner Baracke. Okay. Das war die Baracke. Die Baracke hatte solche Türen so hoch und ich habe es aber so aufgehabt. Ich durfte das nicht aufmachen, denn sonst hätten sie mich geschnappt. Hätten sie mich vielleicht auch gleich mitgenommen. Die Täuschung der SS war bis zum Schluss, bis man den Menschen das Leben genommen hat, hat man sie getäuscht. Man hat sie getäuscht, dass sie ins Bad gehen. Und das Bad war eine Attrappe, das war kein Bad. Das waren nur Brausetassen, die da
in der Decke hing, aber das war kein Bad, sondern das war, da saß einer oben und hat Zyklon B-Gas reingeschmissen, Pulver. Und der Todeskampf dauerte ungefähr 20, 25 Minuten. Stimmt es, dass hierfür, für diese Arbeiten, jüdische KZ-Häftlinge auch benutzt wurden, um die Menschen in die Gaskammern zu führen, anzuleiten und hinterher die Leichen herauszuräumen? Die halfen natürlich, die schon tote Menschen zu den Öfen zu bringen. Mit Haken haben sie gezogen. Ich habe mich mit einem unterhalten, hat mir erzählt. Wir sind ja in einer Baracke gewesen und gegenüber waren dieses Sonderkommando. Und die hat man ja auch alle paar Monate umgebracht. Man wollte keine Zeugen haben. Die Sonderkommandos bestanden aus Häftlingen. Alle paar Monate wurde das Kommando ausgetauscht. Und der Sinn und Zweck dieser Sonderkommandos war, die schlimmsten Arbeiten zu verrichten, damit man das nicht den SS-Leuten zumutet hat? Dann wollte man das nicht zumuten. Nee. Das ist so. Ja. Und die Leute haben auch manchmal, haben sie auch ihre Angehörige da gesehen, dass sie tot waren. Man muss sich das vorstellen. Es gab ja auch immer wieder Aufstände, auch in Auschwitz. Es gab auch einen berühmten, bekannten Aufstand, eben von diesem Sonderkommando, auch unter Mithilfe von Häftlingsfrauen aus Benjin. Ja. Haben Sie etwas von diesem Aufstand mitbekommen? Im Nachhinein, ja. Aber damals, da haben wir nicht, man muss sich das vorstellen, wir sind ja kaserniert gewesen, wir durften noch gar nicht raus, nichts, gar nichts. Aber die Mädchen haben Schießpulver reingeschmuggelt. Die Sonderkommando wusste ganz genau, dass die eines Tages werden die umgebracht. Das wussten die. Wir wussten auch, dass wir umgebracht werden, aber wir wussten nicht wann. Aber bei denen war das schon vorgesehen, wann. Alle paar Monate. Waren Sie und war Ihre Baracke die ganze Zeit in Auschwitz-Birkenau? Es gab ja eine Unterscheidung zwischen Auschwitz, dem Stammlager, und dem Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Wie war das aufgeteilt? Das Stammlager, das war Auschwitz, das Stammlager. Und Birkenau war das ein Riesengebiet, ein riesen Vielleicht kann ich Ihnen das hier zeigen. Ich hoffe, dass es hier ist. Das heißt, Sie waren in verschiedenen Stationen, in verschiedenen Bereichen des Lagers Auschwitz. Ja, am Anfang war ich im Quarantänelager. Von da aus haben sie sich da die Leute ausgesucht. Was heißt Quarantänelager? Warum Quarantäne? Quarantäne, das ist der Anfang des Lagers. Das war die Quarantäne. Musste man erstmal durch. Und dann kamen die Fachleute aus von Siemens, aus Berlin, und haben Fachleute gesucht. Und da habe ich mich gemeldet als Fachmann. Und die haben mich genommen. Haben mich aber nicht gebraucht. Ich habe im Magazin gearbeitet, aber ich dachte, ich wäre als Galvanotechniker da arbeiten. Naja, so war das. Das ist zwar alles, im Lager war alles durch Zufall. Durch Zufall sind sie am Leben geblieben, durch Zufall sind sie ums Leben gekommen. Man muss sich vorstellen, in Birkenau gab es in der Zeit, wo das Lager voll war, war es 150.000 Häftlinge. Nicht?
Hier habe ich gearbeitet, das ist Siemens bei Auschwitz. Das Foto haben sie von mir gekriegt. Ich habe die Fotos von Siemens. Da habe ich hier einen Meister getroffen, nach dem Krieg, in Berlin. Da gehe ich die Straße lang und da kommt er auf mich zu und umarmt mich und Schwarzbaum sagt, komm zu mir nach Hause, ich habe was für dich. Und er hat mir die Fotos gegeben von Auschwitz. Dies hier. Und andere Fotos auch noch. Und das war ein Mitarbeiter von Siemens. Von Siemens, ja. Also verstehe ich das richtig, dass Siemens in dem Außenlager von Auschwitz Arbeitsstätten hatte, in denen die KZ-Häftlinge arbeiten mussten? Richtig. Das waren alles Schlosser, Feinmechaniker, die auserwählt wurden, bei Siemens zu arbeiten. Das waren ungefähr 250 Häftlinge und 35 Frauen. Die Frauen waren in der Küche und die Männer haben da gearbeitet, in der Halle. Wir mussten erstmal die Fabrik aufbauen. Das Dach musste entfernt werden, musste ein neues Dach ran. Und das haben wir gemacht. Und dann kamen die Maschinen, das sind ja Flachschleifmaschinen, sehr teure Maschinen für diese Arbeiten. Das heißt, Sie haben dann morgens Ihre Baracken verlassen und wurden dann zu. Am Anfang haben wir den Betrieb in Bobrek hieß es, das Lager aufgebaut. Da sind wir von Auschwitz mit dem Lastwagen zur Arbeit gefahren, offenen Lastwagen zur Arbeit gefahren. Und dann haben wir die Fabrik aufgebaut. Und dann kamen die Maschinen und da haben wir da gearbeitet. Und da haben wir auch geschlafen, da haben wir auch unsere Baracken gehabt. Hatten Sie einen Gedanken an Flucht? Nein, es hat keinen Sinn gehabt zu fliehen. Ganz selten, dass eine Flucht gelungen ist. Was hat Ihnen die Kraft gegeben, einen Tag zu überstehen? War es die Angst vorm Sterben, der Wille zum Überleben? Nicht das. Ich habe immer gedacht, ich bin nicht im Lager. Ich habe mir das vorgestellt, ich habe mir das eingeredet. Du bist nicht im Lager, du bist zu Hause bei deiner Familie. Und das gab mir die Kraft, das zu überwinden. Und die Kameradschaft auch unter Freunden. Konnten Sie irgendwann spüren, kamen Nachrichten ins Lager, dass es um die Situation des Deutschen Reiches im Krieg selber nicht gut stand, dass Das wussten wir die ganz Hoffnung, genau. das wussten Sie. Das wussten wir, ja. Das wussten wir ganz genau. Dass sie den Krieg nicht gewinnen, das wussten wir auch. Schon nach Stalingrad. Da waren auch die SS war schon sehr unruhig. Hat es gegenüber den Wachmannschaften, dem SS-Personal, irgendwann einmal einen Moment der Barmherzigkeit Nein, habe ich gegeben? nicht gesehen. Nein. Nicht gesehen. Die waren so gedrillt und so aufgehetzt gegen Juden, dass da überhaupt keine, nur die Privatleute, die waren ja menschlich, die haben sich menschlich verhalten. Die Siemens-Leute haben sich uns gegenüber korrekt und menschlich verhalten. Aber die SS nicht. Das war eine brutale Truppe, eine Killertruppe war das. Menschen, die gedrillt waren, andere Menschen umzubringen. Und das haben sie mit Freude gemacht. Das ist die Wahrheit. Wir haben gewusst, dass sie uns umbringen. Wir waren sicher, dass sie uns umbringen. Und das haben sie auch vorgehabt. Die haben es nur nicht geschafft. Die haben es nicht geschafft, uns umzubringen, weil der Krieg schneller zu Ende ging.
Wir haben nur noch die zwei Todesmärsche mitgemacht. Das heißt, im Januar 45 Januar 45. Waren alle davon überrascht, wie schnell der Vormarsch der Russen ja. voranschreitet. Da haben wir schon gehört. Die Kanonen haben wir gehört in Auschwitz. Die Kanonen der Russen. Da haben wir gedacht, Menschenskinder, der Krieg geht jetzt doch zu Ende. Und dann sind wir noch auf dem, haben sie uns noch rausgejagt aus dem Lager, hier, da. Und dann haben wir jeder eine Decke gehabt und jeder hat ein Brot gekriegt. Ja, das Brot war ja wir waren 10 Tage unterwegs. Wir sind marschiert zu Fuß von Auschwitz bis Gleiwitz, sind 180 Kilometer im Winter. Mit der normalen Häftlingskleidung an. Mit der normalen Häftlingskleidung. Das war so wie das, was ich jetzt hier anhabe. Ein Hemd und eine Jacke und eine Hose. Mit wie vielen Personen ist man losgezogen? Waren das Tausende? Waren das Hunderte in Abteilungen? Unser Lager, das waren ungefähr 280 Häftlinge. Und Sie sind geschlossen? Sind geschlossen da losgemarschiert. Und wir sind angekommen in Gleiwitz. Das war ungefähr eine Woche gedauert. Länger noch. Wie hat die SS das geschafft? Wie hat das Wachpersonal es geschafft, Sie zu überwachen Tag und Nacht? Schwer gewesen für die Wachmannschaften, das zu überwachen, weil die Kolonnen sind auseinandergerissen worden. Und wir sind marschiert und wir schliefen manchmal in Ställen. Ne? Wo Vieh sich aufgehalten hat. Viehställen. Und ja, wir nach Gleiwitz gekommen sind, da haben wir dann Tag und Nacht, da haben wir noch die Baracken gesehen, da wo wir rein wollten. Und da waren die Baracken überfüllt von anderen Häftlingen. Die haben uns nicht reingelassen. So dass wir draußen übernachten mussten. Bei Schnee. Gleiwitz war auch eine Außenstelle vom Lager Auschwitz. Oder warum sind Sie nach Gleiwitz gezogen und welche Baracken? Die wollten uns noch weiter, haben uns noch weiter transportieren. Ja. Aber da kam der Zug an, ich muss Ihnen eine kleine Episode erzählen. Da gucke ich so rechts da und da sehe ich auf dem Boden was liegen. Dann bin ich da schnell hingelaufen, war neugierig, war man schon immer, um etwas Essbares zu finden. Und da habe ich also einen Beutel genommen, habe den Beutel reingeschmissen in den ankommenden Zug, offene Waggons. Und hinterher gesprungen, meine Freunde mit. Wir machen eine Decke über den Kopf, denn der Waggon war voll mit Häftlingen. Und sie wollten nun genau unter die Decke gucken, was wir da machen. Wir haben sie nicht rein. Wir waren zu viert, zu fünft. Und ich machte einen Beutel auf. Und in dem Moment kommt ein SS-Mann hergelaufen und sagt, der hat mir meinen Rucksack gestohlen. Da habe ich ihm meinen Rucksack gestohlen. Und in dem Rucksack waren Essen, Brot, eine Wurst, eine lange Wurst. Und das war unsere Verpflegung für die Fahrt nach Buchenwald. Von Gleiwitz war das eine Zugfahrt nach Buchenwald? Nach Buchenwald, eine Zugfahrt, ja. Bis Gleiwitz sind sie zu Fuß gelaufen. Von Gleiwitz sind sie mit dem Zug gefahren. Dann sind wir über Dresden gefahren, Dresden waren bombardiert. Eine Odyssee. Das heißt, Sie sind vom Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau über Gleiwitz ins Konzentrationslager Buchenwald. Richtig. Bei Weimar. Bei Weimar, ja. Und da kamen wieder die Leute, die Siemens-Leute, und haben uns geholt nach Berlin. Und dann sind wir nach Berlin gekommen. Da waren wir hier in Haselhorst draußen. Und wir haben auch nicht viel gearbeitet. Das war schon in Auflösung alles praktisch. Da waren die Flugzeugangriffe, die Angriffe in der Nacht, das waren die Amerikaner.
Und dann waren wir in einem Graben, da ist der Graben zugeschüttet gewesen von beiden Seiten. Da habe ich gedacht, ich bin tot. Dann habe ich mich da angefasst, überall habe ich mich abgetastet, ob noch alles heil ist. Und dann habe ich, die Eingänge waren zugeschüttet. Und auf einmal sehe ich ein bisschen so einen kleinen Strahl, da rieselte so Sand. Und dann haben wir da gebuddelt, gebuddelt, gebuddelt und dann sind wir rausgekommen und das ganze Lager brannte. Und das waren Brandbomben, die Amerikaner geschmissen haben hier in Berlin. Das Lager war nur Feuer. Unsere Baracken waren alle weg. Und einer Baracke da mit den SS-Leuten, da waren 30 SS-Leute, da fiel eine Bombe, alle waren tot auf einmal. Und dann hat man uns gebracht mit der S-Bahn von Berlin nach Sachsenhausen. Erstmal nach Bernau, von Bernau sind wir zu Fuß nach Sachsenhausen gelaufen. Und waren nun plötzlich in Sachsenhausen im Lager. Aber da haben wir auch schon gesehen, dass der Krieg zu Ende geht. Da traf ich noch einen Freund aus meiner Stadt, aus Benzin, der da gearbeitet hat bei den Fälschern. Da. Die haben ja falsche Funde nachgemacht. Die wollten die Engländer praktisch pleite gehen lassen. Haben sie Funde nachgemacht, Dollars nachgedruckt und dann Papiere für Spione gedruckt. Und den trafen Sie in Sachsenhausen? Den traf ich in Sachsenhausen. Der kam aus Berlin. Mit dem habe ich mich unterhalten. Und ja, war schon auch, man sah, der Krieg geht zu Ende. Dann haben wir noch den letzten Marsch gemacht da von Sachsenhausen bis Schwerin. Das waren fast 200 Kilometer. Im Wald geschlafen. Im Wald. Auf dem glatten Boden. Nur eine Decke haben wir gehabt. Nichts. Das war kalt. Es war doch Mai. Warum Richtung Schwerin? War das wieder der gleiche Grund? War das wieder die Nähe? Die wollten uns versenken da in der Nordsee. Wollten uns versenken. Haben sie auch getan. Zwei Schiffe sind ja versenkt worden. Mit Häftlingen. Wie haben Sie dann letztendlich den Zusammenbruch und die Befreiung erlebt? Da muss man sich den Marsch vorstellen. Man ist ja tagelang unterwegs gewesen. Und man konnte kaum laufen. Man war schon gar nicht mehr fähig zu laufen. Die Füße waren schon, man war schon richtig, vor Hunger war man schon ausgemergelt, geschwächt, voller Angst. Man dachte, sie bringen uns noch um. Sie bringen uns noch um. Das war immer im Visier. Wir überleben das nicht. Wenn man mal die Toten gesehen hat, die da unterwegs, die haben ja jeden, den ich laufen konnte, haben sie sofort einen Genickschuss gegeben. Das waren ja Burschen in meinem Alter, die das getan haben. In meinem Alter. Ich war damals 23, 24 Jahre alt. Nach dem letzten Todesmarsch Richtung Schwerin, gab es irgendwann einen Moment, in dem Sie gemerkt, gespürt, realisiert haben, dass dieser Horror, dieses Martyrium ein Ende hat? Ja, der letzte Tag der Unfreiheit, das war im Wald. Da lag ich mit meinem Freund, mit dem ich Abitur gemacht habe und dann später den ganzen Weg gemacht habe zusammen. Wir konnten uns gar nicht richtig freuen.
Denn wir waren so erniedrigt und so kaputt von den vielen Ereignissen, dass wir uns, also das, ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe mich nicht gefreut. Ich habe mich gefreut, wie ich den ersten amerikanischen Soldaten gesehen habe. Da habe ich ihn umarmt, nicht? Morgens durchgefroren, im Wald gelegen. Und auf einmal erscheint, kommt ein amerikanischer Soldat auf mich zu. Und wir umarmen uns. Und er hat mir nur das gegeben, was er bei sich hatte. Das war die kämpfende Truppe. Wann wurde sich denn das erste Mal um Sie gekümmert? Wann haben Sie denn das erste Mal dann wieder etwas zu essen bekommen, Kleidung bekommen? Also mein Freund hat da was organisiert. Und wir haben da übernachtet dann im Wald. Da gab es da Fahrzeuge der Wehrmacht, der deutschen Wehrmacht. Und wir haben so einen Wagen, so einen Befehlswagen haben wir da so aufgegabelt und haben uns da häuslich niedergelassen. Da haben wir uns sehr wohl gefühlt, das war warm und da waren, konnte man sich hinlegen und konnte man was essen finden. Und dann hat mein Freund gesehen, gesagt, geh doch mal, versuch doch mal was hier bei Leuten, die hier wohnen, Häuser haben, was zu kochen, damit wir was Warmes im Magen haben. Wir haben ja tagelang nichts Warmes im Magen gehabt. Wir haben ja nur Brennnesseln gegessen, wir haben Brennnesseln gekocht, von Brennnesseln haben wir uns ernährt. Das war unsere Ernährung im Wald. Er hatte dann ein Pferd da im Graben gefunden und hat ein Stück Fleisch abgeschnitten vom Pferd und hat das gekocht und hat er mir gegeben, habe ich gesagt, ich kann das nicht essen, obwohl ich so einen Hunger hatte. Aber Pferdefleisch kann ich nicht essen. Und aber er hat es gegessen. Sie sind dann irgendwann in Berlin gelandet. Warum Berlin? Warum Berlin? Weil ich hier in Berlin, in Spandau war ich da im Lager. In Berlin habe ich gesagt, ach, Berlin, vielleicht sollte man hier bleiben. Aber wir sind doch nach Hause gefahren. Nachher kamen nach Schwerin nicht die Amerikaner, sondern die Russen. Und wir haben da einen russischen Major kennengelernt. Und wir haben uns mit ihm angefreundet. Und er war Jude, war ein sehr gebildeter Mann. Da haben wir ihn gebeten, er soll uns einen Lastwagen nach Benzin organisieren. Er hat gesagt, er macht das ja. Und dann kam er und dann hat er gesagt, ihr könnt dann und dann nach Benzin fahren. Da hat er uns einen Lastwagen gegeben mit einem Chauffeur, mit einem Russen. Und da sind wir nach Benzin gefahren. 1945. Das war 45. Und 45 wollte ich nun endgültig wissen, ob irgendjemand von meiner Familie am Leben geblieben ist. Das war aber nicht der Fall. Nur deine Cousine, die in Katowice gewohnt hat. Und da war ich ein paar Tage und dann bin ich wieder zurück nach Berlin gekommen. Gab es an irgendeinem Punkt bei Ihnen die Überlegung, dass Sie nicht mehr im Deutschen Reich, sondern dann mittlerweile irgendwann in Deutschland, in dem Land der Täter wohnen möchten, leben können? Gab es so einen Gedanken bei Ihnen? Ja, den gab es, ja. Den gab es, und zwar habe ich mich gemeldet bei der amerikanischen Botschaft. Hier Klealee und haben einen Antrag gestellt, nach Amerika zu gehen. Und bin nach Amerika gefahren, 1951, aber ich bin da nicht geblieben, bin wieder zurückgekommen nach Berlin. Warum sagen Sie leider?
Weil ich hier bin ich ja immer mit der Vergangenheit konfrontiert. Immer, bin noch nicht davon losgekommen. Hat es einen unbeschwerten Tag für Sie nach 1945 bis heute gegeben? Ja, die gab es auch. Ich würde nicht die Wahrheit sagen, wenn ich meine, dass es die nicht gab. Es gab schon Tage, wo ich frei war von solchen Gedanken, aber im Grunde genommen kommt es immer wieder. Schaffen Sie es, die Bilder, die Gräueltaten, die Morde mal eine Minute, eine Nacht zu verarbeiten, zu vergessen, nicht daran zu denken? Ich denke immer daran. Ich denke immer daran, denn mein Leben ist zerstört worden. Mein Leben ist zerstört worden. Meine Kindheit, die war glücklich und die war heil, die war gut. Und nachdem ich die Eltern verloren habe, wollte ich mir auch das Leben nehmen und habe es nicht geschafft. Weil das Leben dann keinen Sinn mehr für mich hatte. Nach 1945 wurde es für viele Jahrzehnte versäumt, die Haupttäter strafrechtlich zu belangen. Richtig. Zu verfolgen, zu verurteilen. Richtig. Zur Rechenschaft zu ziehen. Jetzt in den letzten Jahren, in den 2010er Jahren, versucht man dennoch, den letzten Tätern habhaft zu werden und ihnen den Prozess zu machen. Ja. In jüngster Vergangenheit gibt es unter anderem gegen Oskar Gröning einen Prozess. Wie stehen Sie dazu? Was denken Sie darüber, wenn... Was denken Sie darüber? Ich denke darüber so nach, dass das Menschen waren, die Schuld auf sich geladen haben, schuldig waren, damals und meiner Meinung nach heute auch noch. Die sollen doch wenigstens um Vergebung bitten, um Vergebung, dass sie das halbe jüdische Volk ausgerottet haben, ermordet haben. Nicht eine bittet um Vergebung. Nicht eine. Verfolgen Sie diese Prozesse? Ich verfolge diese Prozesse und ich werde jetzt an dem letzten Prozess, der stattfindet, auch teilnehmen. Als Zeuge. Denn ich will auch, wenn wir der Vorsitzende des Prozesses erlaubt, ihm ein paar Fragen zu stellen, dem Schuldigen, dann habe ich ein paar Fragen zu stellen. Würde Sie ein Täter um Vergebung bitten, könnten Sie vergeben? Nein. Obwohl das alte Menschen sind, in meinem Alter, aber das waren solche scheußlichen Taten, dass man keine Vergebung aussprechen kann. Also ich nicht. Vielleicht gibt es Menschen, die das können. Ich kann es nicht. Die Menschen, die leben doch nicht mehr. Die sind ja die Befragten, ob man um Vergebung bitten darf. Und die können nicht reden. Sind tot. Meine Eltern
waren gute Menschen. Meine Mutter hat Menschen geholfen. Mein Vater war ein guter Mensch. Warum hat man sie umgebracht? Was war der Grund? Die Frage stelle ich mir heute immer noch. Warum hat man sie umgebracht? Haben Sie sich jemals mit der Frage beschäftigt, warum gerade im Deutschen Reich, warum in Deutschland der Antisemitismus zum Holocaust geführt hat? In anderen Ländern, wie in Frankreich, wie in Polen, jedoch nicht? Naja, der Antisemitismus war damals en vogue. Das war ja in Italien war der Faschismus, in Frankreich, in Spanien war auch der Faschismus da. Es war verbreitet, das war so ein Trend, der jetzt wieder im Kommen ist. Er ist wieder im Kommen. Haben Sie nach dem Dritten Reich bis in die Gegenwart heute nochmal in Deutschland Rassismus und Diskriminierung erleben müssen? Also ich persönlich habe das nicht erlebt. Aber der ist nun mal da. Wenn man die Zeitung liest. Ein Rechtsruck ist ja nicht zu verschweigen. Jetzt haben wir so viel über die Vergangenheit gesprochen. Wenn wir jetzt an die nachkommenden Generationen denken, was wäre Ihr Wunsch, was wäre Ihre Hoffnung für die Zukunft? Meine Hoffnung ist die, dass die jungen Leute wissen, was damals geschehen ist. Und das weiter auch weitererzählen, was sie erlebt haben, also durch mich, wenn ich erzähle, was ich erzähle doch nur die Wahrheit, die ich da erlebt habe, dass die nun das weitergeben und hoffen, dass die Menschheit besser wird. Das ist, wenn man die Scheußlichkeiten heute sieht, sind sie zwar nicht so grausam wie das, was ich damals erlebt habe, aber sind ja schlimm genug. Wenn man die vielen Flüchtlinge sieht, denen man helfen sollte. Und ich ziehe immer dann eine Vergleiche. Was hast du erlebt damals? Und wie schlimm ist das und jenes? Aber meine Hoffnung ist, dass die Welt mal besser wird. Ich habe geglaubt, wir haben uns auch häufig auf dem harten Brett, wo wir geschlafen haben, haben uns unterhalten mit Freunden, wie die Welt aussehen sollte. Wir haben nicht geglaubt, dass es heute so wieder Grausamkeiten geben kann. Niemals. Hätte ich gesagt, nein. Nach diesem fürchterlichen Krieg, nein. Glauben Sie, dass die Welt sich irgendwann bessert? Ich hoffe. Ich hoffe. Aber die Welt ist immer schlimmer geworden in den letzten paar Jahren, möchte ich sagen. Wenn man sich diese Grausamkeiten von der IS anschaut, was die alles veranstalten, was die alles machen, da sind sie ja genauso schlimm wie die SS. Da braucht man nur das I zu streichen und ein S dazu zu schreiben. SS. Sie sind solche Grausamkeiten, Menschen zu köpfen, Menschen zu erschießen, Kinder, Frauen. Nur weil sie eine andere Religion haben, anders denken. Warum?
Die Welt ist nur eine kleine Welt, in der wir leben. Eine andere Welt gibt es nicht, bis jetzt nicht.